Daddyline, was hast du denn? Mein kleines Mädchen verlässt das heimische Nest. Das ist alles so furchtbar plötzlich. Nicht doch, Daddy. Du wirst mir doch deswegen keinen Herzinfarkt kriegen. Gerade warst du noch ein Kind und schon ziehst du aus. Ach, mein armer Papa, 2 Etagen und 26 Stufen unter mir grämst du dich, während ich meine Erfahrungen mit Männern mache und für immer meine... Männer? Moment mal, was für Männer? Ja, weiß ich nicht. Männer eben. Sicher werde ich eine Phase des sexuellen Experimentierens erleben. Natürlich weiß ich mich dabei zu schützen. Das heißt, solange die Mittel reichen. Schon gestern habe ich dir 50 Euro geliehen, das macht insgesamt 100. Und dann wolltest du auch noch 22 Euro für ein Dauerabo fürs Schwimmbad, für 2 Jahre im Voraus. Genau, die sind extra fürs Schwimmbad reserviert. Dann kann ich mir endlich eine halbe Schachtel Schmuggelkondome leisten. Kondome? Geschmuggelte? Kennst du etwa nicht? Das sind benutzte und wiederaufbereitete Kondome von russischen Soldaten. Da kann man sich hässliche Sachen einfangen. Das kann bis zur Schwangerschaft gehen. Mobikit. So ein Scheiß. Sind doch Nichtskönner, diese Schweden. Was ist das alles? Nur das Allernötigste, was wir hier eben so haben. Ein Plüschkrokodil, 250 Teelichter, ein paar Kühlschrankmagneten, ein Moskitonetz, 3 Zebofälle, 10 Eiswürfelbehälter, ein Kissen mit Ethnomuster, ein Kaktus. Töpfe habe ich nicht gesehen. Gut, nochmal von vorn. Du wolltest deine Unabhängigkeit, du wolltest in der Kammer unterm Dach wohnen, also sind dein Vater und ich so gut, sie dir zu überlassen. Richtig, anstatt einem armen Studenten $5,000 dafür abzuknöpfen. Ihr wolltet nur euer Gewissen beruhigen. Wir haben versprochen, dir ein Hochbett zu kaufen. Dafür hilfst du Büro bei den Hausaufgaben. Das war der Deal und mehr nicht. Hässlich, hässlich, hässlich. Das ist moderne Sklaverei. Wenn du wirklich das ganze Zeug hier brauchst. Hässlich, 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 hässlich. Kannst du es vom Taschengeld bezahlen? Das ist Unabhängigkeit. Das ist ja ungeheuer verantwortungslos. Erst wird ein Kind in die Welt gesetzt und dann weigert man sich, die finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Die ist aber schwer. Kack, hässlich. Auch hässlich. Bäh. Kacke, kacke. Mach lieber deine Hausaufgaben, Mama, du Ratte. Mama! Agrippin, kommst du? Agrippin, meine Püppi. Wo bist du, mein kleines Töchterchen? Agrippin! Spinnst du? Sollen die mich bemerken? Verfolgt dich der KGB? Wir hatten ausdrücklich vereinbart, dass ich dich nur unter der Bedingung begleite, dass keiner weiß, dass du meine Mutter bist. Na ja, spätestens an der Kasse hätten sie es gemerkt. Und warum? Könnte doch sein, dass du eine ältere lesbische Freundin bist, die ihren unerfüllten Kinderwunsch kompensiert, indem sie mir Möbel kauft. Weißt du, ich wäre wirklich lieber zu Terence gefahren. Was ist denn an diesem Hochbett hier verkehrt? Nicht teuer genug? Nein, nein. Nur der Lattenrost hängt jetzt schon total durch. Das sieht man doch. Ganz abgesehen von dem Geländer, das hält vielleicht einen schwedischen Holzfäller auf möglich. Aber eine zierliche Französin wie ich rutscht da durch. Ein Sturz an sich wäre nicht schlimm. Es gibt da viel mehr Spätfolgen von psychologischer Art. Bei schlechtem Schlaf wird man auf Dauer depressiv. Die Folgen? Schulisches Versagen, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Selbstmord. Also schön, du kriegst das hier oder gar keins. Na? Der kleine Biron hat sich in einem Schrank eingeschlossen und ruft nach seiner Mama. Wir möchten unsere Kunden daran erinnern, dass sich im Erdgeschoss ein Kinderparadies befindet. Ab einem Warenwert von 3.300 Euro liefert Terence gratis bis in die 28. Etage. Nennt mich doch verrückt, aber ich hatte den kühnen Traum, dass dein Vater das Paket die paar Etagen hochträgt. Und wenn ich träume, ist das Leben eine lange, ruhige Reise. Eine endlose Kreuzfahrt. Auf der Titanic. Betrachte die Sache positiv. Mein Auszug und die damit einhergehende Lösung aus dieser Frustfamilie spart 10 Jahre Psychoanalyse. So eine Therapie ist teuer. Ja, hallo, super. Erinnerst du dich noch an Super? Er hatte letztes Jahr die Dachkammer gemietet. Jetzt wohnt er direkt nebenan in Sibylle Teflons ehemaligem Zimmer. Ihr seid also Nachbarn. Super? Super, der Planscher? Der mit den Scheiß auf die Politikwissenschaften aufklebern und den 19 Monaten Mietrückstand? Das ist Super? Nein, Super doch nicht. Er war nur 4 Monate im Rückstand. Eine Bagatelle, die von seinen Eltern schnell bereinigt wurde. 6 Wasserschäden allerdings, reife Leistung.
Ich finde es sehr schön, dass das Zimmer nicht leer gestanden hat. Sie haben sich doch dort wohlgefühlt, oder? Ehrlich gesagt, das Klo war ein bisschen weit weg. Aber in Teflons Bude bin ich jetzt 3 Meter näher dran. Super! Ist es denkbar, dass du uns beim Rauftragen der schweren Sachen hilfst? Natürlich nur, wenn du das mit deinen Terminen vereinbaren kannst. Ja, das stört schon sehr. Bevor ich zum Aster-Treffen gehe, muss ich erst noch meine Siesta halten. Nur ein Viertelstündchen. Und wenn du willst, ja, dann habe ich eine tolle Idee. Wir laden dich heute Abend zum Essen ein. Was für eine Schande! Faule Intrige, schmutzige Erpressung! Bleib stark! Lass dich nicht von ihr einwickeln! Du hast recht, mein Schatz. Ideale sind wichtiger als die eigenen Interessen. Ich darf euch darauf hinweisen, dass ich versuche, eine vernünftige Lösung zu finden, wie dein Hochbett irgendwann in die 6. Etage kommt. Nicht aufregen. Gut! Dann werde ich jetzt dieses Ding... Ich bin völlig deiner Meinung. Vielleicht können wir ein paar Zwischenwände einreißen. Danach fühle ich mich normalerweise besser. Na, wie es scheint, sind wir Nachbarn. Du wirst sehen, die Wand zwischen uns hat wenig mehr als symbolische Funktion. Wenn du dich kratzen musst, kann ich fast hören, wo. Nachbarschaftsregel Nummer 1, es wird nicht gekratzt. Am Tisch kostet's mehr als am Tresen. Einen kleinen Kaffee mit 10 Stück Zucker. Huch, hast du zu wenig Blutzucker? Was weißt du schon davon? Du lebst in einer Welt, wo es alles gibt. Du weißt bestimmt nicht mal, was Zucker kostet. Und du weißt nicht, was andere Leute für so eine Dachkammer bezahlen. Andere Leute würden die nicht wollen. Ich schlag mich mit Staubflocken und Spinnen rum. Leben gibt's da auch und das Ganze ohne Staubsauger. Jetzt komm schon mit. Ich zahle den Unterschied zwischen Steh- und Sitzcafé. Und wie läuft's mit der Unabhängigkeit? Macht's Spaß? Ich würde ja lachen, aber mein Wonderbra ist zu eng. Macht Spaß? Das ist kein Spaziergang. Im wirklichen Leben bist du allein. Kein Geschirrspüler, total pleite, abgeschnitten von der Liebe der Angehörigen, überwältigt von der Nichtigkeit der eigenen Existenz. Das ist oberhart. Das einzig Coole ist die Solidarität. Auf unserem Stockwerk teilen wir alles. Abgelaufene Konserven, Körpergeräusche. Das ist alles so echt, richtig Reality. Mein Nachbar zum Beispiel, der ist Mitte 20, so ein Rastertyp mit Dreadlocks. Jetzt, wo du es sagst, was macht die sexuelle Befreiung? Wir teilen auch da. Immerhin. Wenigstens auf euch ist Verlass. Ich könnte schwanger werden oder mir eine Krankheit einfangen. Aber ihr lasst mich nicht fallen. Apropos... Weil wir wissen, dass es im Moment ziemlich heavy für dich ist, haben wir alle zusammengelegt. Ja? Wie viel? Wart ihr in der Schule? Vergesst Melopé nicht, der Onkel hat einen Import-Export. Ich brauche dringend einen CD-Player mit Karaoke-Maschine und Wegfunktion. Wir haben unser Bestes getan. Hier, für den Esstisch. Damit du was lesen kannst. Und noch viel nützlicher? Noch nicht mal angebrochen. Ich bin echt total überwältigt. Und jetzt tut's mir leid, Leute, aber ich habe noch ein bisschen Stolz. Und ich muss das Hochbett aufbauen. Kannst du Hilfe brauchen? Nein, lass mal. Ich kann den Kosovo-Flüchtling auf meiner Etage fragen. Ich habe jetzt wahre Freunde. Mach dir keine Sorgen, ich finde schon einen, der das kann. Und jetzt musst du wirklich mal gehen. Je länger man damit wartet, desto schwerer wird es, sich loszueisen. Ich schaff das nicht. Das Zimmer, dieses Hochbett, die Nägel... Schrauben. Juhu! Yippie! Hey! Nachbarschaftsregel Nummer 2. Du bist ja soweit okay, aber gegen hysterisches Gekreische bin ich allergisch. Klar? Muss das sein? Da kann sich ja keiner konzentrieren! Das hübsche, kleine Kaninchen hoppelt, Komma.
13 Minuten und 26 Sekunden. Bravo, meine Liebe. Du hast deinen Unabhängigkeitsrekord von der familiären Keimzelle gebrochen. Was kann ich für dich tun? Ich löse hier eine moralische Verpflichtung, ein, Hausaufgabenhilfe zu leisten. Wenn's nicht passt, kann ich ja wieder gehen. Oh, nein, nein, tut mir leid, mein Schatz. Ich hab's nicht so gemeint. Ich lass euch allein. Kaninchen mit IE, du Idiot. Das stimmt nicht. Im Buch schreiben die Kaninchen mit I. Auch noch abschreiben. Vergiss es einfach. Was bringt dir das später, wenn du so altmodische Wörter wie Kaninchen schreiben kannst? Ich diktiere dir was Modernes. Also, Cola Light, luftige Dessertcreme, Geschmacksrichtung Schokolade, Entenpastete, mit knusperzarten Krevettenstückchen, Neue Zeile. Tzatziki-Joghurt, rechtsdreh, rechtsdrehen, probiotisch 43%. Ja? Ist was? Geht's voran? Ab Cola bin ich nicht mehr mitgekommen. Das ertrage ich nicht mehr. Wer ist da? Drei halbnackte Muskelmänner. Abgefahrene Bude. Hast du ein Glück? Mit Glück hatte das weniger zu tun. Und die Arbeit hört nicht auf. Hier, die Montageanleitung. Befestigen Sie die Winkelstücke Z an den U-Kanten. Dabei gehören die mitgelieferten G-Schrauben in die P-Löcher, die S-Schrauben in die Q-Löcher. Mann, das schaffe ich ganz bestimmt nicht. Im Moment gibt's erstmal Wichtigeres zu erledigen. Musst du nicht aufs Klo? Warum sollte ich denn aufs Klo müssen? Ich würde gern mal gehen. Ist am Ende vom Flur. Wie jetzt? Hast du Angst? Angst? Du warst wohl noch nie in einem Entwicklungsland. Im Cluburlaub auf den Balearen haben wir Schneisen in den Busch geschlagen. Dagegen ist das jedoch wirklich nichts. Normalerweise hat hier jeder sein Klopapier dabei. Regel Nummer 3. Aber wenn du was brauchst, mache ich mal eine große Ausnahme. Danke, nicht nötig. Mann, kein Klo, kein Fernseher, ein Kühlschrank ohne 3-Sterne-Fach. Jetzt muss ich auch noch Melfried fragen, diesen Penner, ob er mir das Hochbett aufbaut. Hier oben soll es kein Handyempfang geben? Oh, jetzt reicht's mir aber gleich. Nein, nein, Melfried. Ausgepackt habe ich es ja schon. Ich habe es nur noch nicht zusammengebaut. Geh zu der türkischen Sitcom, die ist klasse. Je schneller du kommst, desto besser. Das wird nämlich dauern. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich will ja nicht ewig warten, bis ich mich hinlegen kann. Ein unnötiges Risiko eingehen. Ach, Mama. Könnte Conti da vielleicht 2-3 Stunden am Tag zu mir kommen und sauber machen? Das Zimmer ist nämlich ganz schön dreckig gewesen. Immer ein Rohr verstopft ist. Puh, was eine Laune. Sicher das Alter, da fällt der Östrogenspiegel ab. Das Einzige, was bei dir noch abgeht, sind Hitzewallungen. Und ich komme da oben auf meine Kosten. Nein. Du und der coole Typ mit den Rasterlocken? Ja, fast. Hast du denn das erste Malpack vom Roten Kreuz mit den Trikolorengummis noch? Nein, habe ich mit Gewinn an Büro verkauft. Kannst du vielleicht ein paar zurückholen? Das wäre weniger gut. Die sind jetzt Regenmäntel für seine Ninja Turtles. Gut, dann müssen wir was tun. Doch die Gummis haben, warum soll ich sie besorgen? Weil die Apothekerin reden könnte. Meine Mutter kauft die nämlich ihr Ginkgo Biloba. Und was ist das? Ein atomkriegresistenter Baum. Wirkt gegen Erfrierungen, Krebs, hohes Cholesterin, Pilzvergiftung, Schienbeinbrüche, Organversagen. Ja, ist ja schon gut. Aber meine Mutter holt dir ihre Ohrstöpsel. Dafür ist deine Mutter ausschließlich auf deine Noten fixiert. Solange die stimmen, ist dir doch sowas hier egal. Entweder du kaufst die Dinger oder ich erzähl dir nicht, wie es ausgeht. Guten Tag, Madame. Ich möchte gerne eine Packung. Ist das etwa Berger? Bist du aber groß geworden? Ich kenne dich noch, da gingst du nur bis hier. Honigbonbons wolltest du immer, weißt du nicht mehr? Was kann ich heute für dich tun?
eine 23er Packung Kondome. Du bist wirklich groß geworden. Welches Modell bitte? Mit Gleitfilm, Standardgröße, Reservoir? Wir haben gerade welche mit Struktur im Angebot. Die im Angebot. 22 Euro. Super, die teilen wir uns. Das ist dein Beitrag zu meiner sexuellen Befreiung. Wer ist da? Melfried. Das ist Moby Kit, oder? Ich kenne nur das Modell von Terence. Ist eine Geschmacksfrage. Mir war die Ausführung von Terence zu barock. Außerdem ist englische Kiefer weicheres Holz als schwedische Tanne. Ich will sagen, ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt montieren kann. Na gut, dann lasse ich dich jetzt lieber allein, damit du dich voll konzentrieren kannst. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Achtung, pass auf, gleich schlagen sie sich. Ich hatte Angst, wenn du die Wahrheit... So ein Quatsch, die ist ein Zwerg. Und ausgerechnet dieser tolle Waschbrettbauchtyp soll auf Zwerginnen stehen? Der ist doch total unglaubwürdig, dieser Film. Oh Mann, Berger, das nervt ja echt total, das ständige Seppen. Ich hab schon Krampf in der Hand. Hau eine Kassette rein! Meine Mutter ist mit der Zunge an den Stecker gekommen. Ich hab kein Bild! Ich will die heißen Szenen haben und das Telefon... Hey! Darf man in diesem Haus nichts über das Leben lernen, oder was? Vielleicht möchtest du zuerst lernen, wie man den Tisch abräumt. Eine überwältigende Erfahrung. Quasi mystisch. Hör mal, da ich nicht mehr zu Hause wohne, erwarte ich etwas entgegenkommen. Seit wann muss der Besuch den Tisch abräumen? Ein Besucher bleibt nicht den halben Tag und nimmt Kühlschrank, Telefon, Sofa und Fernseher in Beschlag. Ich soll wohl an einem gesundheitlich bedenklichen Ort an Kaliummangel sterben. Ich höre einen Wortwechsel. Ist etwas passiert? Nur, dass ich da oben dahin vegetiere. Ohne Fernseher, ohne Gefrierfach, ohne Putzfrau. Das ist Misshandlung. Jede Kindersklavin ist besser dran. Was hat denn mein Mädchen? Dein Mädchen hat einfach keine Lust, den Tisch abzuräumen. Na gut. Wenn es euch derart an Verständnis mangelt, dann gehe ich eben. Und was mein Erbe angeht, ich werde die Annahme verweigern. Armes kleines Kind. Die ganze Nacht allein, völlig schutzlos, mit gebrochenem Herzen. Hast du etwa Angst, dass der Dackel aus dem 5. Stock sie angreift? Du bist noch hier? Du hättest die Tür hinter dir zuziehen können, das wäre genug gewesen. Ist doch hübsch, oder? Ich hatte einen etwas anderen Plan. Weißt du, du musst es von hier sehen. Ist auch stabil genug für zwei. Qualitätskondom mit Noppenstruktur, gleichzeitig gefühlsecht und robust, steigert das Vergnügen für beide Partner. Ja, also, weißt du, klingt wirklich vielversprechend, das Modell. Ah, du spinnst doch! Mein Hochbett aufzubauen gibt dir kein Recht auf Verletzung meiner Tugend. Ich erinnere an Nachbarschaftsregel Nummer 2. Du bist nett, aber komm mal ein bisschen runter. Regel Nummer 5. Nur Superarbeit bei Mädels Hochbetten ein. Ich habe euch was mitzuteilen. Meine Rückkehr in die Familienheimstatt. Nein! Traurig. Wie konnte sowas passieren? Meine Eltern waren nicht in der Lage, Abstand zu finden. Denen ging es so schlecht, die haben um mein Haar schon miteinander geredet. Biron war total durcheinander, der hat nicht mal mehr Kacke sagen können. Vielleicht hilft ein Logopäde. Jedenfalls habe ich zum Wohle der Familie mein eigenes Glück geopfert. Ist schon klar. Zu seinen Wurzeln zurückzukehren, liegt voll im Trend. Und das Hochbett? Das war echt ein Ding. Du hast die Schrauben so festgezogen, dass mein Vater es nicht abbauen konnte. Meine Mutter hat es durchs Treppenhaus abgeseilt. Es sind wirklich niedliche Gefährten. Sieh nur, die entzückenden kleinen Knopfaugen, der sorgfältig gestickte Mund, das sorgfältige, kuschelige Fell. Sie sind nur unser kleines Mädchen hat uns lieb. Aber einen Blickfang, das versucht sie uns auf ihre ungeschickte, verschämte Art zu zeigen. Ein Dirndl, der Junge einen Matrosenanzug. Ganz schön laut, die Verschämtheit. Sie nur bei uns, zu einem sagenhaft günstigen Preis. Es
sind nur noch wenige auf Lager, also rufen Sie gleich an und sichern Sie sich unsere Miniatur-Teddybären. Ob für sich selbst oder als Geschenk für eine liebe Freundin. Zögern Sie nicht länger, denn es gibt sie nur jetzt, nur in kleiner Auflage.